Das ist sie, die tollste Achterbahn auf der Welt. Sie hat Loopings, super Kurven und sie ist richtig hoch. Das einzige Problem ist, du musst so groß sein, um mitzufahren. Vielleicht einen bestimmten Professor, der da helfen könnte. Das wird dich in einen Erwachsenen verwandeln. Aber willst du das auch wirklich machen, Mila? Auf jeden Fall. Na gut, los geht's. Mila ist so groß. Mila, bist du das? Oh nein, ich bin Milas Tante. Wow, ihr seht euch so ähnlich. Also, du bist groß genug. Viel Spaß. Yay! Yay! Wuhu! Ja! Wuhu! Wie war's? Es war mega toll. Erwachsen bin, kann ich tun, was ich will. Erwachsen? Komm mit, Morphel. Wer will auf dem Delfin reiten? Ich. Ich will. Tut mir leid, Miss, aber Sie sind viel zu groß, um auf dem Delfin zu reiten. Tun, als wäre ich eine Lehrerin, Morphel. Tut mir leid, Miss. Aber Sie dürfen hier nicht rein. Ich bin Milas Tante. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Sehr erfreut. Aber Mila ist nicht hier. Und ich muss zurück zum Unterricht. Wiedersehen. Erwachsensein wird langsam langweilig. Das ist ein Kinderspielplatz, Miss. Ich muss Ihnen eine Strafe geben. Oh, tut mir leid, aber ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld. Dann schlage ich vor, dass Sie sich einen Job suchen. Es reicht. Ich will nicht mehr erwachsen sein. Bist du sicher, dass du wieder ein Kind sein willst? Ich war mir noch nie so sicher. Schon gehört? Was denn? Sie bauen noch eine Achterbahn. Diesmal wird sie noch größer. Das ist schön. Willst du nicht wieder erwachsen werden, um drauf zu fahren? Auf keinen Fall. Erwachsensein war nicht so lustig, wie ich dachte. Ich werde es genießen, ein Kind zu sein, solange ich kann. Tick, du bist dran. Komm zurück. Polizei-Officer Fries? Oh, was machen Sie denn hier so früh? Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's! Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Polizist? Dann Polizei befreien?
was? Warum bekomme ich ein... Das ist doch kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Murphy, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphel? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphel, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphel! Oh nein! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Ha, viel Müll! Oh, wie toll! Wo sind meine Reifen hin? Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Du kannst nicht sein auf Gras! Ich darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Murphy gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Freeze hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. Morphe, komm, wir spielen Papa einen Streich. Oh, ja. Verwandle dich in mich. Jetzt zieh diese Klamotten an. Du siehst genauso aus wie ich. Ja. Okay, lass uns den Streich spielen. Oh, du bist's, Mila. Ich hab dich nicht die Treppe runterkommen sehen. Das ist, weil ich immer noch hier oben bin. Hä? Aber... Ah, also du bist dann sicher Morphel. Ja. Hey, Mila, wollen du und Morphel spielen kommen? Mila, Morphel ist nicht da. Oh. Aber Mila spielen. Super, lass uns gehen. Troy hat nicht gesehen, dass es Morphel ist. Hey, Mila. Was sollen wir spielen, Mila? Du bist immer so gut darin, dir lustige Spiele auszudenken. Ja, genau. Fangen? Okay, Mila, du bist dran. Was? Wow. Wow, jetzt musst du nur noch Sarah fangen. Aber wo ist sie? Ich bin hier.
mir im Baum. Ich glaube, ich kann nicht mehr runterkommen. Oh je. Mila, helfen! Warte mal, du bist nicht Mila, du bist Morphel. Oh. Danke, Mi. Morphel. Ja, ja. Es sieht so aus, als wäre Morphel nicht bei euch. Oh je. Aber Stein, ist das nicht Morphel? Und ohne Morphel können wir euch ganz viel ärgern. Aua. Du bist so klein. Lass mich los. Du bist total wehrlos. Woher kam denn dieser Ball? Au! Was ist hier los? Lass uns hier wegsteigen. Ja. Da ist Mila schon wieder. Lass uns in Ruhe. Ja. Du hast sie gut reingelegt, Morphel. Ich langweile mich so ohne Morphel. Komm, wir suchen ihn. Es ist Mila. Oh nein. Hä? Wow. Wie ist denn all dieses magische Haustierspielzeug so plötzlich hergekommen? Morphel weiß nicht. Lass sie uns wegräumen. Und dann dieses Rätsel auflösen. Yeah. Aber wir sind nur zu zweit. Und es sind so viele Spielzeuge. Wow, zwei Morphe? Zusammenarbeit. Zusammenarbeit. Zu dem Spielzeug. Und den zwei Morphen. Das war Dabla. Seine magische Kraft ist, dass er so ziemlich alles verdoppeln kann. Ja! Wer ist das wohl? Guten Tag, Sir. Wir sind richtige, echte Pfadfinder. Und wir verkaufen Kekse. Die sehen toll aus. Ich glaube, ich nehme ein paar Kekse. Mila, Morphel, die Banditen haben Dabla gestohlen. Oh, wir müssen sie schnappen. Aber sie sind so weit weg. Wie können wir sie nur schnappen? Dreirad! Nicht schnell genug. Morphel, verwandle dich in ein superschnelles Polizeiauto. Sicher in die Richtung. Huh, schau, Morphel. Sie sind da, hinter uns. Wie haben Sie das nur geschafft? Wir haben euch. Oh, oh. Dabla ist nicht bei Ihnen, Morphel. Raus damit. Wo ist Dabla? Dabla? Vielleicht ist er bei den Instrumentenbanditen. Oder den Federbanditen? So viele Banditen! Oder vielleicht ist er bei den Morphel-Banditen. Morphel, verwandle dich in ein... Und wir sind die Pflaster-Banditen. Ja. Morphel.
Ein neues Banditenmobil kann die Kraft jedes magischen Haustiers nutzen, ohne dass wir ihre menschlichen Gefährten sein müssen. Und mit Doubler hier können wir uns selbst kopieren. Reda, wir wollen aber nicht die Radbanditen sein. Wir werden die Büroklammerbanditen sein. Ja. Wir, die Morphelbanditen, haben Morphel gestohlen. Toll. Wir verwandeln ihn in einen Bulldozer, dann stehlen wir ganz einfach die Reifen der Autos. Nein, verwandeln ihn in eine Pinzette, dann können wir einfach auf Federn rufen. Du Dummkopf, selber Dummkopf. Ihr seid beide doof. Oh, so viele Morphels. Morphel, verwandle dich in einen Bulldozer. Morphel, verwandle dich in eine Pinzette. Morphel verwandelt sich einfach nicht. Natürlich nicht, weil wir sie noch nicht ins Banditenmobil gesteckt haben. Nur das nicht. Wenn du Doubler rausnimmst, sind wir wieder nur zu zweit. Wir entwischen! Morphel hat einen Plan? Was tun wir? Nein, Morphel hat nicht Plan. Freirad? Nein, nicht schnell genug. Morphel braucht eine Mila. Endlich! Jetzt brauche ich Morphe zurück! Mila, Mila, hilf Morphe! Mila, mach einen Plan! Hi, Morphe! Ja, aber da sind so viele Banditen! Wenn sie sich zusammentun, haben wir gar keine Chance! Banditen nicht zusammentun? Banditen haben immer Streit! Wirklich? Dann denke ich, haben wir vielleicht doch eine Chance! Morphe 1, verwandle dich in einen T-Rex. Morphe 2, verwandle dich in einen Roboter. Morphe 3, verwandle dich in einen großen Fächer. Jetzt tut euch zusammen und blast die Federn weg. Oh nein! Morphe 4, verwandle dich in eine Rampe! Doubler Banditen, wir brauchen mehr Federn! Nein, wir brauchen mehr Räder! Doppelt so viele! Das ist eine blöde Idee. Du bist die blöde Idee. Nein, wir brauchen Räder. Federn! Ich nehme an, wir befreien jetzt Doubler. Das ist nicht, was wir jetzt tun sollten. Doch, das ist es. Morphe, verwandle dich in einen großen Roboter und schnapp sie. Was? Oh, nein. Und dann waren da 4 Morphe und 4 Banditen und es war total aufregend. Wow, das klingt beängstigend. Nicht beängstigend, aber die Banditen konnten sich nicht einigen, aber wir schon. Und dann retteten wir Doubler. Und dann gab es wieder nur ein Morphe. 2 Morphe, 2 Umarmungen. Oh. Hey, John. Ja, Stein? Ich bin froh, dass du der Bandit warst, der von allen übrig geblieben ist. Oh, ich auch, Stein. Gute Nacht, John. Gute Nacht, Stein. Yes, Leute. Wie bestellt. Ganz, ganz viele Roboter. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr die letzten mochtet. Aber wofür braucht ihr sie, wenn ich fragen darf? Schon gut, Professor.
Und bitte, bau einfach mehr für uns. Mila, ich will mein Spielzeugauto zurück. Spielzeugauto? Ich hab dein Spielzeugauto nicht, Roy. Ja, das hast du. Ich hab gesehen, wie du es genommen hast. Wenn du es nicht zurückgibst, sag ich es deinem Papa. Mila hat kein Spielzeugauto. Na gut, wie du willst. Troy, warte! Da bist du ja, Mila. Ich war auf dem Weg zu einem wichtigen Meeting, als du mich mit viel Schlamm beschmissen hast. Aber das würde ich niemals tun. Ich muss nach Hause gehen und mich umziehen, aber ich bin noch nicht fertig mit dir, junge Dame. Das ist verrückt, Morphel. Wir müssen rausfinden, was hier los ist. Verwandel dich in einen Hubschrauber. Morphel, guck mal. Mila macht Chaos. Morphel, das bin nicht ich. Ich bin doch hier. Oh. Es muss ein Roboter sein. Los hinterher, Morphel. Verwandle einen Magneten. Lass uns ihn ins Gefängnis bringen. Beamter Freeze wird wissen, was zu tun ist. Beamter Freeze, wir haben den Roboter gefangen, der Unsinn gemacht hat. Du meinst, wie der hier? Hä? Was? Wie viele gibt es davon? Professor, wir brauchen mehr Roboter. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich bin sicher, die Roboter sind hier lang gelaufen. Da, viele Milas. Los, geh uns ein Eis kaufen. Morphel. Ich habe eine Idee. Mir nach. Schau, da ist Morphel. Morphel. Schnappt ihn! Wo willst du hin, kleiner Roboter? Was zur? Alle Roboter, fangt die Banditen. Nein. Natürlich steckt ihr dahinter. Es ist echt eng hier drin, Stein. Rück mal, Roboter. Nein. Morphel, fang die Nein! Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Spiel.
mit mir mit. Okay. Muffin, du wolltest den Ball auch holen? Nein. Oh, willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh, okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Hast du eine andere Idee? Nein. Muffin, hol die Eiscreme. Mila, nicht spielen? Mila? Du benimmst dich sehr seltsam, Muffin. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Muffin ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Muffin. Wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Oh nein, das tut mir leid, Muff. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch, dieser Muff ist nicht echt. Die Banditen. Wirklich holen Ball? Ja, Muffin, du holst den Ball jetzt. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Muffin. Willst du mit uns Ball spielen? Hey! Nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Muffin, hier drüben. Na gut dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Muffin? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her, Muffin, ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein. Ist alles okay? Ich weiß, was dich aufheitern wird. Meine Erfindung ist fertig. Kommt und schaut. Das ist mein neues Jugendserum. Ich zeige es euch an meinem Assistenten. Das ist so süß. Welpe. Heilige Reagenzgläser, Morphel. Wie kümmere ich mich bloß um ein Baby? Oh, weia, Morphel, du musst sie zu Papa bringen, während ich ein Gegenmittel erfinde. Oh, weia. Morphel? Papa. Oh, oh nein. Mila, nicht weinen. Mila, hungrig? Thank you.
bist du? Ich wäre ein Baby. Wie albern.